Es ist Transfer-Deadline-Day in der Bundesliga. Bei Bayer Leverkusen ist nicht viel passiert. Den Borja Iglesias haben wir nicht bekommen. Macht überhaupt nichts. Unsere Stürmer sind gut drauf, allen voran der Boniface mit 3 Toren. Aber wir müssen jetzt noch den Amiri loswerden. Das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Unser Kader ist ganz hervorragend. Ich persönlich bin ganz froh, dass ich nicht mit Eintracht Frankfurt spiele. Da hätte ich jetzt ganz schön viel zu tun gehabt. Dann steht das Spiel gegen Darmstadt auf dem Spiel. Und das Topspiel gegen Bayern München wirft seine Schatten voraus. Heute 3 Punkte sind Pflicht. Klar. Ja, ich hab's gesagt, letzter Tag, bevor das Transferfenster schließt und wir gucken uns den Amiri gerade nochmal schnell an. 78er Stärke, ein Führungsspieler. Ja, in einem anderen Leben hätte der hier vielleicht sogar was gebracht. Aber so? Nee. Zu der langen Liste von Fehlern in IAFC kommt auch, dass wenn man ein Spiel neu startet, die Statistiken nicht da sind. Also, erstmal auf die Transferliste und plopp, auf einmal kommen sie. Herzlichen Glückwunsch. Und dann sehen wir, dass Amiri mit überhaupt nur 10 Einsätzen und einer richtig schlechten Note hier auch nicht mehr glücklich geworden wäre. Wenn wir für den noch so um die 16 Millionen kriegen könnten, naja, warum nicht? Jetzt fängt der Schick auch an zu meckern, naja, heute darf er spielen. Mal gucken, ob für Amiri was reinkommt. Ja, und ausgerechnet von Borussia Dortmund, 17,6 Millionen. Jos, das ist ja nicht so, als würden wir einen Konkurrenten stärken, wir knüpfen denen eher das Geld ab. Und zweites Angebot kriegen wir auch noch, sogar 18,8 von Monaco. Die anderen Sachen, aber Kovar, Logic, Teller, wird alles abgelehnt, ist doch klar. Aber Amiri entscheidet sich für Borussia Dortmund und weg ist er. Auf Wiedersehen. Ich habe ihn immer gemocht, aber gut, was soll's. Ja, ich hätte noch ein bisschen mehr rausholen können wahrscheinlich. 24 Millionen, sagt das Spiel, aber mein Gott, was soll's. Alles besser als die 1, irgendwas, die Leverkusen echt gekriegt hat. So, und alles andere wird abgelehnt, Transfer jetzt vorbei. Wir machen in der Bundesliga weiter. Da sieht's so aus, dass wir immer noch Dritter sind mit 5 Punkten hinter der Spitze. Also heute 3 Punkte Pflicht, habe ich schon gesagt. Und nächste Woche München. Aber ein Schritt nach dem anderen. Ich kümmere mich noch schnell um die Jugend, wobei ich hier jetzt nicht viel mache, außer denen den richtigen Trainingsplan zu geben. Und dann starten wir gegen Darmstadt. Ihr FC möchte Blau gegen Blau spielen. Das geht natürlich nicht. Schnell das Trikot gewechselt. Und dann fange ich heute mal mit Adli an. Der Hofmann war zuletzt nicht so gut drauf. Der Andrich kommt auch raus für den Palacios. Stanisic hat schlechte Laune, der darf gegen Darmstadt ran. Komm, dann machen wir den Kusunu auch noch. Dann haben wir hier große Rotation heute. Der Trainer von Darmstadt steht auch wieder auf dem Feld, trotz überstandener Gehirnoperation. Mein Beileid. Los geht's, würde ich sagen. Erste Chance hat Leverkusen, Grimaldo mit einer Flanke, aber das ist noch harmlos. Nächster Versuch, Schick legt hier auf Adli. Der zieht ab, aber scheitert am Darmstädter Torwart. Gibt dann die erste Ecke im Spiel für Bayer Leverkusen. Die tritt wie immer Würz. Habsuba kommt nicht dran. Aber Adli und Würz spielen nochmal Palacios frei. Auch eine Ecke. Und die tritt auch von der anderen Seite Florian Würz. Diesmal Tapsuba und der macht ihn mit dem Pfosten. Jawohl, 1:0. Das ist wichtig. Ein frühes Tor gegen so Gegner wie Darmstadt tut immer ganz gut. Dann rennt man nicht hinterher. Und der Tapsuba, der macht das ganz gerne. Hat schon mehr als einmal per Kopf getroffen nach einer Ecke. Steht da einfach auch gut in der Luft. Drittes Tor jetzt schon in der Bundesliga. Alle nach Ecken. Auf der anderen Seite versucht es Darmstadt mal. Der ist ganz schnell, der Manu. Aber Tah ist da. Nee, der bleibt am Ball. Da stehen aber auch jetzt 8 Leverkusen in der Abwehr. Schön geklärt. Und dann geht's gleich wieder auf die andere Seite. Das Palacios mit was für einem Pass. Schick. Ah, wieder Darmstadt, der Torwart. Meine Güte. Alonso ärgert sich. Ja, da muss schon mal einer reingehen. Aber die Ecke von Würz diesmal zu kurz. Und auf der anderen Seite gibt's einen Freistoß für Darmstadt. Das sieht erstmal ganz harmlos aus. Aber was macht denn der Radetzky? Der steht viel zu weit vom Tor. Und da steht es 1:1. Na, sowas aber auch. Also man muss zugeben, das war ein schöner Kopfball. Sehr viel Glück dabei. Aber wie der Radetzky da steht. Mann, der hat schon im letzten Spiel gepatzt. Haben wir etwa ein Torwartproblem? Naja, verbuchen uns mal unter unglücklich. Trotzdem ärgert sich der Trainer, der jetzt eine Reaktion von Leverkusen sehen will. Würz auf Adli. Und der scheitert schon wieder. Meine Güte. Ja, nee, mühsam ist das Leverkusener Spiel. Das sehen wir hier nochmal. Grimaldo versucht sich durchzusetzen. Muss da ganz schön ackern gegen den Darmstädter. Aber irgendwie krippt er durch. Und dann der Pass in den Rückraum. Das ist Schick. Nein, der scheitert schon wieder. Und dann ist Halbzeit. Meine Güte, was ein Spiel. Anstrengend, mühsam. Und zur Halbzeit nur 1:1. Und auch in Halbzeit 2 sieht es erstmal nicht besser aus. Wir sind schon in der 16. Minute. Diesmal kommt Darmstadt. Radetzky ist da. Den hat er gut rausgebügelt. Von Toyo Gerschick ist nicht viel zu sehen. Stattdessen aber der Adli, der macht ein gutes Spiel. Hier wieder der Abschluss.
Und hinterher noch Würz mit einer unnötigen Grätsche. Ja klar, das gibt Gelb. Ah. 72 Minuten schon rum. Naja, mit gelben Karten mag ich keinen auf dem Feld. Der kommt raus und Boniface, der muss das jetzt machen. Schick wieder ohne Tor. 79. Minute. So langsam geht uns die Zeit aus. Frimpong, der ist auch neu drin. Adli, hat mir ja gut gefallen. Da kommt Xhaka aus der zweiten Reihe. Abgefälscht, der ist drin. Jawohl. Ja, muss man sein Glück erzwingen. Der Xhaka hat diese Saison noch gar nicht viel getroffen. Hat hier Glück, dass der irgendwo abgefälscht wird. Und dann geht er rein. Ja, sehr gut. Und vielleicht war das ja jetzt der Dosenöffner. Hier ist wieder Frimpong. Auf Adli, guck mal, mit der Brust einfach weitergelegt. Und Boniface knallt einen in den Winkel. Jawohl. 3:1, 85. Minute. Also nochmal kleines Sternchen für Adli für die Vorlage und dann Boniface mit aller Wucht. Bams. So. Der Trainer kann sehr zufrieden sein, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Aber es ist ja immer noch nicht Schluss. Palacios und Frimpong holen sich den Ball schön. Frimpong mit dem Haken. Und dann sieht er den Boniface vorne. Oh, was ein schöner Pass. Zack. Nächstes Tor, 4:1, 87. Minute. Frimpong mit einem wunderschönen Ball. Den muss der Boniface nicht mal mehr annehmen. Der lüpft den einfach. Nimmt den durch die Beine mit und macht ihn rein. Ja, 2 Punkte für Boniface. Der macht noch so weiter. Vorlage auf Hofmann. Ah. Leverkusen hat sich jetzt richtig warm geschossen. Und bekommt nochmal eine Ecke. Palacios ist dran. Das ist Tah. Warum nicht? Ja, warum denn nicht gleich so? Tah da mit einer Bombe aus der zweiten Reihe. Wieder reingegangen? Ja, wahrscheinlich schon. Und das gibt dann nochmal Ecke. Zeit ist eigentlich schon vorbei. Und da ist wieder Tapsoba. Das gibt's ja nicht. 5:1. Tapsoba mit dem Doppelpack. Boniface mit dem Doppelpack. Xhaka hat noch getroffen. Ja, nur der Schick halt nicht. Und dann ist aber auch wirklich Ende. Leverkusen mit 4 Toren in den letzten 10 Minuten des Spiels. Muss man auch erstmal machen. Dann können einem die Darmstädter schon fast ein bisschen leid tun. Aber auch nur ein bisschen. Wir freuen uns über ein 5:1 und damit eine Verbesserung im Torverhältnis. Am Ende dann auch in der Statistik klar zu sehen, 13:5 Torschüsse. Fast doppelt so viele Pässe und 57% Ballbesitz. Bester Spieler Boniface, naja, ich sag's ja, der setzt sich durch im Sturm. Tapsoba mit 2 Toren, klar. Und auch der Frimpong, der eingewechselt wurde. Ja, auch wenn es länger dauert, ist es wichtig, dass wir nicht nervös werden und einfach unser Spiel durchziehen, ne? Haben wir gemacht. Damit hat Leverkusen jetzt 9 Spiele in Folge gewonnen. Aber ob wir über die deutsche Meisterschaft mitspielen, das entscheidet sich dann im nächsten Spiel. Denn es sind nach dem Spieltag auch immer noch 5 Punkte Rückstand auf die Münchner. Und dann vielleicht nächsten Spieltag nur noch 2. Wie schön wäre das denn? Gucken wir uns erstmal die anderen Ergebnisse an. Freiburg gewinnt gegen Stuttgart 2:1, München gegen Gladbach 2:1, Wolfsburg verliert gegen Hoffenheim 0:1, Leverkusen-Darmstadt 1:5 haben wir gesehen. Dann haben wir noch Köln, Frankfurt 1:3, Leipzig-Union 0:1 und Heidenheim 1:4 gegen Dortmund. Die letzten beiden Spiele habe ich jetzt keine Lust mehr, sorry an alle Mainz-Fans. Ja, Selbstvertrauen ist wieder dabei bei Leverkusen, 5 Tore geschossen gegen Darmstadt, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Dazu ein Tapsoba in Hochform, ein Boniface in Hochform, der dann gegen München auch anfangen wird. Ist doch klar. Und so hoffe ich, dass ihr nächstes Mal mit dabei seid. Bis dahin.